so pretty und so. Machen wir die Outtakes voll heute oder was? Erst du, jetzt Paul und Colli oder was, dem mir jetzt gar nichts mehr einfällt so langsam? Herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, ihr seht, ich habe mein Trikot angezogen, wie ich es irgendwann mal vor 10 Wochen angekündigt habe. Und ja, die ersten Leute werden jetzt schon abschalten, aber trotzdem, ich hoffe, alle anderen haben so richtig Bock mit uns, nicht nur im EM-Fieber zu sein beim Talk-Port bei Lung Group, sondern dass ihr auch richtig Bock habt, über die letzten Spieltage in der Saison hier und natürlich die Relegationsspiele zu sprechen. Was haben wir alles erlebt, Ralf? Ich glaube, viel. Du hast am meisten erlebt. Also gibt es eine Meisterfeier, die du ausgelassen hast am Wochenende? Nee. Alles mit erlebt. Ja, das wird alles mitgenommen. Bebra ging leider nicht. Aber man kann ja nicht überall sein. Aber, ne, das holen wir schon nach. Also Grüße nach Bebra. Das kriegen wir noch. Ja, Glückwunsch an euch. Zurück in der Gruppenliga. Ich glaube, da gehört ihr auch hin. Du warst natürlich am Donnerstag bei dem Spiel der Saison, kann man glaube ich tatsächlich so sagen, also zumindest der regulären Saison. SV Schweben, Meister der A-Liga Schlüchtern geworden von einer tollen Kulisse im Topspiel gegen Fliehen 2. Wenn man sich so eine Saison ein bisschen malen muss von der Dramaturgie, dann kommst du genau bei dem Spiel genau und nimmst die Lage raus. Ne? Ganz genau. Und genau auch bei diesem Spielverlauf so ein bisschen. Also es war ja schon 3 Tore Unterschied, muss Fliehen gewinnen. Dann macht Schweben schnell das 1-0, das sind 4. Und auf einmal Mitte der zweiten Halbzeit sind es nur noch 2. Und da fängst du dann doch schon draußen an, denkst, oh, Tobi nicht, Tobi war ja auch da. Und haben gesagt, pass auf, wir leben hier Großes heute. Das wird nochmal richtig eng, dann kippt das wieder rüber. Ist dann nicht so gekommen, aber es war spannend genug. Und natürlich richtig geil für so eine Meisterfeier ist natürlich dann, wenn du 2 Minuten vor Schluss, auch wenn es bedeutungslos ist eigentlich, das 3-2 machst, das Siegtor. Und da haben wir uns schon ein bisschen Sorgen um Dennis Sorge gemacht. Weil wirklich ganz Schweben oben drauf lag, hat es überlebt. Ne? Also er ist echt belastbar. Und belastbar, ich glaube, ist auch das Wort für ganz Schweben. Ey, ihr habt echt eine Meise. Ich war ja am Freitag wieder da zum Spiel von den A-Junioren. Ey, das ist geil. Also ich habe sie auch getroffen. Echt? Also ich habe sie gestern in Kerzell getroffen. Da haben sie ganz akkurat sie erst 3 Kästchen Bier geholt. Die haben sie dann zur Seite gestellt und haben sie Meisterschale natürlich in den Händen gehalten und haben die dann so über die Barriere an die Mittellinie ans Spielfeldrand gestellt, so um nochmal zu beweisen. Die haben auch richtig geile Ideen, muss ich dir sagen. Ich denke am Freitag, was ist das denn? Über dem Biertisch hing ein Fisch an der Angel. Da sag ich, was ist das denn? Ja, der Fisch ist am Haken, jo, der ist am Haken. Und weißt du, wo wir den gefangen haben? Am Bayer. Ja, das war schon echt stark, muss ich echt sagen. Ich war am Wochenende in Hamburg und habe sowas nicht erlebt. Das muss ich dazu sagen. Respekt. War echt klasse. Also Respekt auch wie die Jungs. Ich hatte nochmal am Samstag noch ein kurzes Video-Update bekommen, einen kurzen Videoanruf. Da saßen sie im Garten. Ich glaube, es war bei Christian Birkenbach. Da habe ich aber leider nichts mehr verstanden. Aber es lag auch an uns, weil bei uns auch gefeiert wurde da im Moment. Und ja, Respekt, geil. Ja. Meisterschaft gefeiert, aber man konnte am Wochenende oder in den letzten Tagen nicht nur Meisterschaften feiern, sondern auch Klassenerhalte so richtig bejubeln. Ist aus osthessischer Sicht eine super Saison geworden, muss man echt sagen. SV Steinbach hat die Hessenliga gehalten, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und wer hat's gesagt? Wer hat immer gesagt, die können absteigen? Hier steht er. Respekt an Ralf. dabei ist eigentlich dem größten Respekt Johannes zuzuschreiben, weil wenn er vor Ort ist, dann läuft's, oder? Mit mir steigt keiner ab. So. Tja. Ich habe keinen Bock auf diese Bilder und dann noch so ein Video zu schneiden mit traurigen Gesichtern. Bei mir steigt keiner ab. Er war zwar bei Petersberg gegen Thaler, wo beide abgestiegen sind am Ende, ja, aber mit ihm steigt ja keiner ab. Da war ich aber eigentlich nur privat. Ach so. Ein ganz privater Abstieg. Ja, wenn dann überhaupt. Nein, aber Steinbach, ich fand super, dann tatsächlich auch. Das war jetzt nicht so, dass die jetzt Sportladen alles auseinandergenommen hätten nach Abpfiff oder dass da Bengalos gezündet wurden. Peter Paljatka hat es dann auch gesagt und ziemlich ehrlich hat gesagt, naja, wir sind dieses Jahr so ein bisschen dem Ganzen von der Schippe gesprungen. Die haben weniger als 1 Punkt im Schnitt geholt und haben halt diese Saison erwischt, wo das mal reicht. Mhm. So, und also dieses Schneckenrennen haben sie am Ende für sich entschieden und da hat trotzdem riesen Respekt, weil gerade in den letzten Wochen es gut war. Und sie waren zwar nicht immer konstant in den 90 Minuten, haben aber immer über Fußball versucht, das zu lösen. Und gegen Eddersheim wollte unbedingt. Unbedingt. Und trotzdem haben sie es in ihre Richtung getreten, haben der zweiten Halbzeit nichts mehr zugelassen. Natürlich hast du immer Angst, 95 Minuten nochmal eine Ecke, Kohlbacher fällt nochmal. Wenn es einen Schiedsrichter gibt, der einen Elfmeter gibt, der keiner war,
keine Frage, war kein Elfmeter, alles richtig gesehen, aber dann hast du vielleicht Pech, da pfeift einer rein, gibt Elfmeter und dann steht 2-2 und dann bist du ab, also bist du in der Relegation und dann wird's eng. Ich habe am Samstag mal den User gespielt, den Torgranate-User. Na, ich war ja auf keinem Sportplatz, war ja kein anderes Spiel, war ja privat eingeladen am Abend, wir haben auch schön gefeiert und denke, ich musste vorher mal hier Johannes seinen Ticker durchlesen, habe ich Johannes geguckt und Petro Acebis aus Griesheim, war erst recht entspannt, aber muss dann so sagen, so 20 nach 4, halb 5 hat sich das dann so zugespitzt zu den letzten 20 Minuten, wo dann plötzlich erst Griesheim lag hinten, jawohl, alles geparkt für Steinbach, kein Problem. Und dann ist Bub, da führt auf einmal Griesheim und dann habe ich nur gedacht, ey, jetzt lass da kein 2-2 aufleuchten. Weil es hätte ja auch so ein bisschen gepasst. Absolut. Ja, das passiert dann. So, das sind Geschichten, die der Fußball schreibt und andere Sportarten. Aber in dem vor Fall. Vor allem der Fußball. Ja. Aber dennoch auch gerade gegen Eddersheim bewiesen: Blaupause. Wenn wir alles reinfeuern, konstant unsere Leistung über 90 Minuten hinbringen, dann können wir es schaffen. Nächstes Jahr bleibt so ein bisschen die Hoffnung, dass sie mal wieder einen Torjäger finden in ihren eigenen Reihen. Freut mich auch für Marc Stadler, weil der hat ja echt versemmelt dieses Jahr. Wie Wahnsinn. 5 Saisontore. Na, echt, also hat echt das ist jetzt nicht so viel. Na, und ich glaube, Peter Paljatka auch 5. Aber also, es tut gut. Ich glaube, da geht immer einen guten, breiten Kreuz in die neue Runde jetzt. Ja, also breites Kreuz, Marc Stadler, das hat er sowieso. Also, aber mit einem richtig breiten diesmal. Wenn das noch breiter wird, boah, dann kommt dadurch keine Tür mehr. Am Donnerstagnachmittag musste man eher weniger zwischen den Tickern hin und her springen im Verbandsliga-Abstiegsfinale. Denn es war klar, Eichenzell, wenn wir irgendwie einen Punkt holen in Wolfhagen, dann ist der Klassenerhalt geschafft. Das war die Ausgangslage. Und dann wurde Geschichte geschrieben, glaube ich. Das erste Mal seit 4,5 Jahren hat Meister FSV Wolfhagen ein Heimspiel verloren. Im alles entscheidenden Spiel für Eichenzell. Und dann gewinnt auch noch Eichenzell 5-1. Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Ja, es ist ein unerklärbares Spiel. Also es ist wirklich nicht erklärbar. Ich glaube wirklich, Eichenzell hat 2-0 geführt, ohne dass das überhaupt, ohne dass ein Eichenzeller mal einen Fuß in den gegnerischen Strafraum gesetzt hatte. So, also die Wolfhagener haben am Anfang alles im Griff gehabt, haben Eichenzell so ein bisschen hergespielt. Eichenzell stand aber auch nicht ganz verkehrt, haben dann relativ schnell verstanden, was müssen wir hier noch umstellen, wie kriegen wir es dicht. Aber das sah nicht so aus, als ob hier Eichenzell annähernd 5 Tore schießen könnte. Und am Ende war es wahrscheinlich ein X-Goals-Wert von 2,4 zu 2,1 und das Ergebnis aber 1-5. Also es war schon ein erstaunliches Spiel. Und manchmal ist es ja so, der Romeo Andreasovic hat nachher gesagt, naja, wie viele Nackenschläge können wir aushalten? Offensichtlich alle. So, und dann kriegst du es in einem Spiel vielleicht auch so ein bisschen zurückgezahlt. Ich fand es dann ganz spannend. Romeo ist ja Kroate und hatte sein kroatisches Glückstrikot drunter. Klick, das passt schon. Die sagen Klick. Klick? Ja, die sagen Klick. Glückstrikot unter seinem Eichenzell-Outfit. Und nachher hat er irgendwann mal kurz den Eichenzell-Hoodie ausgezogen. Es war auch echt warm da. Ne? Du weißt ja schon, dass du mir den Urlaub gerettet hast. Ist dir das bewusst? Ja, das habe ich. Ne? Ich wusste nicht, dass dieser Mensch noch lachen kann. Also ich glaube, ich habe einen Romeo in 2024. Ich glaube, wirklich, ja, der sah aus, auch Stunden nachher noch. Ich war noch mal im Häuschen. Der sah wirklich aus, der Druck ist als, ja, so, ich glaube, das ist dann irgendwie, also wie auf Drogen. Ohne dass er natürlich Drogen genommen hat, aber wie auf Drogen, so dieses Adrenalin, was einfach nur und die Euphorie und Glücksgefühle, die über Stunden rausgeströmt sind. Also einfach dieses, man könnte sagen, es war der Tag der Befreiung für Romeo Andreasovic und der war es wirklich, weil am Donnerstag, Nationalfeiertag in Kroatien, Tag der Befreiung. Also es hat wirklich gepasst, es war wirklich so und es war natürlich für die ganzen Eichenzeller, es war eine extrem schwierige Saison und das war ja nicht die erste schwierige Saison und sind wir sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Man hat ja gesehen, der nächste Tag sofort 2 Neuzugänge, wo man genau weiß, also da muss man nur 1 und 1 zusammenzählen, das sind Jungs, die wollten Verbandsliga spielen und natürlich die Kaderplanung sicherlich auch in die Richtung ausgelegt. Und das Foto war wahrscheinlich vom Februar. Dann müsstest du jetzt mal investigativ recherchieren. Aber mache ich am Strand mit Romeo und nächste Woche spreche ich euch. Hatten so Pullis an und im Hintergrund lag Schnee. Aber da
könnte auch Ende Mai gewesen sein. Ja. Aber ich habe jetzt, ich kann den Robin ganz ab verstehen, da sagt, ey, die haben es nicht kapiert, die haben es nicht kapiert, was ich von denen will. Das stimmt, ihr habt es nicht kapiert. Das kann ich jetzt bestätigen. Gartenparty, Gartenparty. Was ist das denn? Wir wollen eine Gartenparty machen. Ja. Aber wir sind halt Totgranate und wenn ihr meint, wir machen eine Gartenparty, machen wir eine Gartenparty. Alles organisiert, Trainingsauftakt, am Trainingsauftakt natürlich am Sportplatz in Eichenzell, nicht bei mir im Garten, ich kann ja keine 50 Mann da im Garten da. Am Sportplatz in Eichenzell, Party nach dem ersten Training. Grill, da wird gegrillt. Ralf, grillt für euch? Um es aufzulösen, letzte Woche Kraus behauptet, die packen es nicht. Ja, können sie nicht packen, wie können sie den Wolfhagen gewinnen? Götze behauptet, die packen es. Kraus eine Pizza geboten, ich gesagt, ich will eine Grillparty. Eichenzell ist so verstanden, dass sie eine Grillparty kriegen. Für was denn eigentlich? Damit für was uns, denn? Weil sie uns 33 so. Spieltage die letzten Nerv gekostet haben. Ja. Aber trotzdem machen wir das. Ja. Na, aber übrigens, eins sollte man hier nicht vergessen, liebe Grüße an SSV Sand, das ist Größe. Ja. Na, auch wenn du es am Schluss nicht gebraucht hast, aber am letzten Spiel dir so einen Hintern aufzureißen und Willingen zu schlagen, Respekt, das ist sportlicher, super Anstand, kannst du gar nicht sagen. Und ja, ich freue mich ja sowieso, wenn die möglichst schnell wiederkommen. Also ich war ja immer gerne in Sand. Jeder. Na, also von daher. Ja, total viel Respekt davor, weil es wird ja immer auch in den heißen Phasen der Saison darüber gesprochen, wie viel geht da auch manchmal nicht mit sportlichen Dingen vor sich. Und ich glaube, wir haben jetzt echt einen Saisonendspurt erlebt, wo man das nicht behaupten konnte. Also ich habe nichts gesehen. Also weder in Steinbach noch in Wolfhagen war da auch nur ein Mühe in ihre Richtung geschoben. Ja, beide haben es auch angesprochen. Alles rein. Ja, Wolfhagen, das ist doch. Ja, aber die lassen sich dann nicht 5-1 abschießen, wenn ja, ich. Also, Leute, auch vor allem, die also, haben ja der zweiten damit wehgetan. Der eigenen zweiten haben sie ja wehgetan, weil wenn Willing die Klasse hält, dann steigt diese komische Relegation. Also auf jeden Fall haben sie der zweiten Mannschaft ein bisschen wehgetan. Was ich aber auch sagen muss, und das fand ich überragend, die Tribüne, der Stadionsprecher, richtig, richtig gut, das Ambiente und irgendwann sagen die so 60. Minute, wo ja klar war, Eichenzell packt, also relativ klar, Eichenzell packt und da ist ja noch ein ganzer Anhang dabei, sagen die, passt mal auf, liebe Leute, heute ist ja alles umsonst. Geil. Alle Getränke, Respekt. Alles Essen, Respekt. Meisterfeier, heute ist hier alles kostenlos. So, und auch für die Eichenzeller. Und ich weiß dann, in Romeo oder so, die haben da natürlich irgendwie einen Fuffi in die Malle-Kasse hatten sie dastehen. Eine Malle-Kasse, weil die jetzt Mannschaftsfahrt Malle machen. Und dann gesagt, hier alles frei. Und wenn jemand was zahlen will, dann gibt es hier eine Malle-Kasse und dann werft da rein, dann nimmt das irgendwie mit auf die Mannschaftszahl. Aber absolut riesen Respekt, das zeigt dann auch Größe, dann nicht zu sagen, jetzt sind hier 100 Eichenzeller, die saufen uns ja hier, versaufen uns 3.000 Euro, das wollen wir jetzt doch nicht machen, sondern wir haben das durchgezogen. Geil. Absolut Respekt. Aber wenn ihr nach Malle fahrt, tut mir einen Gefallen, seid aufmerksamer wie unsere Kicker, ne? Weil die SG Lüder Schwarzertal, da draußen geht die Welt unter, die Aachen-Fans werden gejagt, in Deutschland gibt es nur ein Thema, Schüsse am Ballermann. Dann rufe ich Tom Münker an und Sebastian Lüder und ich sage, wir haben es heute Morgen auch erst gelesen, da war nichts mehr, war den ganzen Tag hier, da war nichts. Also, es ist das, also ihr Leute, ihr habt gut gefeiert, das steht fest. Also irgendwas stimmt da nicht. Absolut. Oder es wurde natürlich viel hier aufgebauscht, bis dann geht nicht mehr. Ne? Das kann natürlich auch sein. Ach, diese Medien, da wollen wir nichts mehr zu tun. Nein, Gottes Wille, das ist, also mir würden das auch nie tun. Nein, auch, das hat man letzte Woche auch gesehen, wir treffen immer den richtigen Ton. Absolut. Ja. Absolut. Und da stehen wir auch dazu. Da stehe ich komplett dazu. Bis heute und bis nächstes Jahr und bis immer. Dann fangen wir mal mit dem Relegationston an. Also Relegation ohne Steinbach, ohne Eichenzell. Dafür gab es jetzt schon gestern Abend die ersten Spiele in der Gruppenliga-Relegation. Also Thaler und Petersberg sind abgestiegen. Kerzell hat die eigenen Hausaufgaben in Oberzell gelöst. Und da sage ich euch auch, die haben sich so gut auf die Hölzer gegeben. Also da war auch ganz sicher nichts gezogen. Also es war geil mit anzuschauen. Sonst Hosenfeld hat die Relegation auch erwartungsgemäß erreicht. Und das, was bei Oberzell gegen Kerzell so richtig geil abgegangen ist, hat gestern irgendwie gefehlt im Hinspiel. War das dieses klassische Hinspiel zwischen Kerzell und Hosenfeld, Endstand 1-1, wo dann einfach nicht dieses letzte Risiko gegangen wird? Oh, ich habe gedacht, oh, ist das geil hier. 18 Sekunden, muss es 1-0 für Hosenfeld stehen?
hält Dennis Hohmann super. Also der war total auf Betriebstemperatur. Mhm. Im Gegensatz zu seinen Vorderleuten. Fünfte Minute, Freistoß, Halbfeld, 1-0 mhm. für Kerzell. Denke ich, boah, das wird ein geiles Spiel. Da stand es bei mir schon 3-3. Ja, ja. Und dann wumm, kam einer und hat einen Stecker gezogen. Also wirklich komplett. Mhm. Es war ein völlig zerfahrenes Spiel. Es war ein total faires Spiel. Ich glaube, die erste gelbe Karte, 67. gefühlt. Da gab es auch nur drei. Ich habe dann mal eins, zwei, ein bisschen. Aber das war dann, weil sie platt waren und mal ein bisschen zu spät erwischt haben. Aber nichts Wildes, nichts. Es war ein total faires Spiel. Es war total ruhig am Platz, trotz 1300 Zuschauern. Mhm. Wo haben die denn alle geparkt? Angeblich waren die Wiesen so nass, dass die Wiesen... Ich habe auf der Wiese geparkt, direkt hinter dem Sportlerheim. Okay. Das ging... Okay. Einwandfrei. Ging durch die sozialen Netzwerke, ging durch, hey, bleibst du die Autos daheim, parkt irgendwo, aber die Wiesen sind alle nass. Die haben, also ich habe dann auch mit welchen gesprochen, die sagen, die sind noch 15 Minuten an den Platz gelaufen, mhm. Einmal quer durchs Dorf, das ist ja okay. Also mhm. muss man dann ja auch in Kauf nehmen oder man macht es wie ich, kommt sehr, sehr früh und dann hat... Das sind unsere Tricks, Junge, sonst kriegen wir nie einen Parkplatz vorne. Ach so. Die kommen dann alle irgendwann schon angestürzt hier. Also es war dann einfach ein Drecksspiel. Also kann man so sagen, es hat die Erwartung der 1300 Zuschauer nicht erfüllen können. Und weil es Kerzell nicht geschafft hat, die Emotionen auf den Platz zu bringen und so ein bisschen da das zu stechen hm. und Hosenfeld, Stubby, alter Trainerfuchs, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, gerade so Spiele kann er. Der ist schon 1000 Mal aufgestiegen. Also ich weiß keinen Verein, mit dem er nicht aufgestiegen ist. Mhm. Und der hat sich in den Reim gestellt, der hat abgewartet, der hat das schön dicht gemacht und dann irgendwann ein bisschen weiter nach vorne und dann kommt der Gorgiev macht sein Tor. Ne? Macht sein Tor und am Mittwoch ist das Mittwoch, Spiel. Ja. Das wird ähnlich. Also es wird, ich kann mir nicht vorstellen, klar, wenn da einer führt, dann musst du dann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein extremes Geduldsspiel wird und da keiner den ersten Fehler machen will. Alles offen auf jeden Fall, genauso wie im zweiten Spiel. Von einem Dreckspiel zum nächsten, nur 7 Tore in Sickels. Das ist eigentlich eine Frechheit. Unverschämt. Also Sickels Niederaula 4-3, ich war von Hamburg aus in der Zugfahrt und habe den Live-Ticker, glaube ich, alle 20 Sekunden aktualisiert, weil ich Angst hatte, irgendwas zu verpassen. Das war unfassbar, oder? Ja, es war unfassbar. Also ich konnte gar nicht alles tickern, weil ich hatte ja, der Hauptjob war ja Filmen. Und jetzt, man sieht es auch beim... Guckt euch das Video an. Wirklich. Ja, unbedingt. Lasst also, Like da, abonniert den Kanal YouTube, das hilft uns. Und guckt euch dieses Video an. Ja, vor allen Dingen, das Geile ist wirklich, nach dem 4-2, nur mal der Arbeitsablauf, du filmst das 4-2, drückst deine Kamera auf Pause, gehst an Ticker, tickerst das Tor. Und ich habe es gerade noch geschafft, wieder auf Record zu drücken und die Kamera wieder anzuschmeißen. Da hat das Ding schon wieder eingeschlagen zum 4-3 hin. Also irre und 4-3 war viel zu wenig. Also Abwehr war völlig defensive, war braucht man nicht, geht nach vorne. Geiles Spiel. Es gab nur 2 am Platz. Die haben lange Gesichter gemacht, Ernest Verabi und Marc Friedl. Ich glaube, das Rückspiel wird genauso, da bin ich überzeugt von, weil das einfach, glaube ich, auch in der Natur so ein bisschen der Sache liegt bei denen. Großer Platz und... Also immer halt schön, wenn eine Mannschaft auch muss. So, oder muss ja dann, weil die haben was aufzuholen. Ja, und Sickels kann ja gar nicht anders. Ja. Sickels hat das ja, das ist ja die DNA, da nach vorne zu preschen und nach vorne zu spielen. Geil, also wir müssen nachher nochmal verhandeln, wer da hinfährt nach Niederaula. Also... Ich bin nicht da, das kann ich schon, so viel kann ich versprechen, allen Beteiligten. Ich bin aber auch nicht in Hosenfeld, das kann ich auch schon versprechen. Ich werde mir ein anderes Spiel angucken. Aber ich fand es grandios, wie viele Leute in Kerzfeld da standen und meinten, ach scheiße, falsches Spiel, falsches Spiel. Und ich jedem gesagt, kein Problem, da guckst du mal so, statt Tatort heute Abend, guckst du mal Tatort Singles und... wir haben alles gefilmt. Viertel nach 8 ist das Ding online, verspreche ich. Ja, warst du, ich glaube, so 20.05 Uhr warst du fertig? Ja, war fertig, ja. War schon Stunde, online. Ja. Ja, Viertel nach 8 habe ich gesagt, ist das Ding online, da guckt ihr euch einfach alle Tore an. Da habt ihr alle 9 gesehen, habe ich dann gesagt. Ja. Ne? Ihr könnt, Glücksritter, ihr könnt sagen, ihr habt alle 9 gesehen. Habt ihr eigentlich mal gesehen, wie der Nazif das 3-1 reinmacht? Ja. Unglaublich, oder? Mit dem Rücken zu tun, die Haken schippen rein, fertig. Da siehst du halt auch was für Dreckstore. Hm. Vielleicht kein Dreckspiel, auch aber das Dreckstore. Er ist Vierte. Ja. Der Winkel, der steht fast an der Außenlinie. Was ist eine Gurke eigentlich? Ja. Was für ein Gurkentor und was für ein geiles Tor. Also, geil. Da könnte man sagen, der hat ein Torjäger-Gen. Der hat definitiv. Ja. Das hat er. Das waren die Tore 45 bis 47 für die Saison.
Ja. Und damit ist er aber trotzdem der Nummer 1. Nein, da müssen wir nochmal Gas geben. Angela musste richtig nochmal Feuer geben und Rückspiel. Die ersten 6 Wochen nicht in Urlaub fahren. Da fehlen vier Stück zur Nummer 1. Wer ist die Nummer 1? Jetzt bin ich mal gespannt. Colli? Ja, Fabse Kalé natürlich. Wer denn sonst? Fabse Kalé natürlich. Ja, sonst? Und das war wohl eine blöde Frage. Also, ja. Die kannst du seit 20 Jahren um den Datum stellen. Also. 5 Stück nochmal im letzten Spiel. 4 oder 5? Ich will jetzt vermuten. Ich glaube 5. Ja, 51. Das war auch die Woche der ganz großen Fabians, Stürmerlegenden, die quasi ihre Karrieren hier beendet haben mit Fabian Kalé und Fabian Schaub. Sicherlich auch was man so ein bisschen erwähnen kann in so einer Situation, wo es um Auf- und Abstieg geht. Und gerade was beim Fabian Schaub da auch für eine Geschichte dahinter steht, glaube ich, wer es noch nicht angeschaut hat, also überragend, muss ich echt sagen, man muss da ja beide loben, weil der Fabi ja auch das mitgemacht hat. Also was ihr da, habt ein geiles Video hingezaubert, emotional. Und muss schon sagen, dieser Hintergrund, dieses Panorama mit diesen kleinen Gartenzäunchen und dem Kali-Berg dahinter, ey, das ist Photoshop. Also der Max Dellemann hat es nicht rein gefotoshoppt. Es ist tatsächlich so, ne? Das ist tatsächlich so. Hey, Junge, Fabian, wenn du wüsstest, wie geil du wohnst. Ich glaube, du weißt, oder? Ja. Schon echt krass. Also es war mir auch eine Riesenfreude, tatsächlich das begleiten zu dürfen, nochmal ein letztes Mal. Und gab auch viel, viel positives Feedback, glaube ich, vor allem für den Fabian, nicht für mich, aber für den Fabian. Und das ist doch die Hauptsache. Das nächstes Jahr werden wir uns auf die Torarmut einstellen müssen, überall. Wenn die zwei Fabians wechseln, dann wird es weniger Ballon. Nazef wird bleiben, von daher. Nazef bleibt, genau, Nazef stimmt, bleibt. Der ist ja noch da. Gewinner bleibt, Nazef bleibt. So sieht's aus. Ein großes Thema bei den gerade besprochenen Relegationsspielen, also zumindest bei dem einen in Ketzel, war so ein bisschen das Thema Anschlusszeit. Was mir auf jeden Fall extrem aufgefallen ist, wie unterschiedlich das in einigen Ligen gehandhabt wird. Die Gruppenliga wird innerhalb von 6 Tagen komplett durchgezogen. Andere spielen ihr erstes Spiel, ich glaube am 13. Juni oder so. Also da läuft die EM auf jeden Fall schon. Kann man das nicht ein bisschen flexibler und im Sinne der Vereine machen? Also sie wollten ja, ne? Wir wollten ja beide verlegen. Sowohl Ketzel als auch Sickels. Zuerst der Termin gestern, Sonntag, so schnell, finde ich überragend. Mhm, finde ich auch. Das ist wirklich überragend. Erstens, die Vereine wollen in die Winterpause und das Winterpause. Dann dazu. Ja. Ja. Wenn die jetzt in die Winterpause ist, wie Chile nächstes Jahr. Guck mal raus. Natürlich. So. Also manchmal haben im November besseres Wetter. Das stimmt. Erstens wollen die so schnell wie möglich einfach in ihre Pause. Zweitens brauchen sie auch eine Pause. Die Sommerpause ist extrem kurz. Und das dann noch zu strecken, irgendwie bis zum 16. Juni, ist, glaube ich, bei uns jetzt das letzte Relegationsspiel. Ja, die brauchen ja eine Woche und dann geht es ja weiter. Also das ist ja prinzipiell super geregelt. Absolut. Mit Sonntag, Mittwoch, Samstag. Aus die Maus. Aber ich muss doch als Klassenleiter schon mal sehen, okay, das sind 2 Spiele in der Region. Auf 8 Kilometer. Auf 8 Kilometer? Ja, sind 9. 9 sind es. Aber mit dem Auto. Ja. So. Ich habe gelernt, wie das andere Klassenleiter in anderen Regionen machen und auch anderen Ligen. Die laden die Relegationsteilnehmer zu einer kurzen Videokonferenz ein. Ja, zum Beispiel. So, erklären ihnen erstens mal die Regeln, beantworten Fragen, was weiß ich. Ich sag mal jetzt Kreisoberliga, Gruppenliga, du darfst natürlich jetzt 5-mal wechseln und nicht fliegen, so wie sie Kreisoberligisten kennen. Und sprichst mit denen ab, die Anschlusszeit. Spieltermine. Genau. So. Und wenn da gestern einer um 11 gespielt hätte und einer um 5. Dann brauchst du gerne um 11 und um 5. Die wollten ja früher spielen. Ketzel wollte, sofort abgelehnt worden. Das gleiche bei Sickels. Die haben alle beide genau das gleiche gesagt. Und das kann nicht sein. Du musst bei Ketzel gehst du auf 14:30 und bei Sickels auf 17:30 und da hast du 1300 in Ketzel und ich schwöre dir, in Sickels mindestens 1102. Und dann 1101. Das haben sie nämlich als Zuschauer gemacht. Ey, da hast du 300 Zuschauer mehr, die kommen alle von Ketzel darüber gefahren oder umgekehrt von Sickels nach Ketzel. Also und er macht es einfach nicht. Warum? Es gibt keinen Grund. Nein, es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Er hat auch keine Begründung wohl geliefert. Die Ketzeller haben sich ja auch bei uns darüber beschwert, steht auch im Artikel drin, was sie davon gehalten haben. Sie haben sofort reagiert, direkt nach der Ansetzung, haben sie ihn angerufen, haben Rosenfeld angerufen
Rosenfeld war einverstanden. Ich habe den Markus Klimek am Freitagabend schon gefragt. Sag ich, Markus, wolltest du nicht früher pfeifen? Oder also wir suchen einen Grund, warum das Spiel nicht verlegt wird. Mhm. Wenn es doch die Vereine wollen, da sagt er, also ich hätte auch um 8 Uhr morgens gepfiffen. Mir ist das ja egal. Ja, so, also es gab keinen Grund, vor allem, wir spielen sonntags immer um 15 Uhr. Hat beide Vereine, obwohl sie gute Kulissen haben, richtig Geld gekostet, dass da der Klassenleiter sagt, nein, es bleibt 17 Uhr. Ja, schade. Das ist echt schade. Was ich echt gut finde, ist, dass es jetzt fast jeden Tag Fußball gibt. Also es gibt ganz, ganz wenige Tage, wo einfach mal gar kein Relegationsspiel ist. Also wenn ihr Bock habt, nehmt einfach alles mit, gerade die Meister. Wie SV Schweben zum Beispiel, nehmt eure Meisterschale überall hin mit. Klickt euch durch unseren Spielkalender. Richtig. Guckt in unsere Relegationsübersicht. Genau. Und schon in dem Moment, wo ihr vielleicht jetzt den Talk hört, gibt es schon Mannschaften, die im Einsatz sind. Elderseck, Weißbach, Schwarzbach zum Beispiel. Wir sind ja jetzt am Montagmorgen. Und heute Abend ist es dann soweit aus unserer Sicht momentan. Spoiler doch, ne? Also mal. Ja, also. Der Ralf und ich beamen uns gleich nach Ziegenheim. Genau, so, direkt. Es geht nämlich gleich los. Ja, ja, wir haben jetzt 18.25 Uhr, weil wir ja live sind und dann sind wir gleich. Clincy Müller, weil du sagst, spoilern, hat mich in Schweben angesprochen und sagt, Ralf, ich ärgere mich jedes Mal, wenn du spoilerst. Sag ich, warum? Ja, du musst doch jetzt schon vorher sagen, Achtung, jetzt fällst du. Ich sage, das weiß doch jeder, wie es ausgeht. Und nee, wer Tore schießt. Und dann sagt er mir aus, sagt er, ja, und selbst wenn ich es weiß, ich will nicht wissen, ob jetzt das Tor fällt. Ja. Ich spoiler nicht mehr vorher. Es ist vorbei. Clincy hat gesagt, geht nicht. Vorbei. Dann geht das nicht. Davon könnt ihr euch natürlich am Montagabend bei der Zusammenfassung des Spiels Schwalmstadt gegen Elderseck Weißbach-Schwarzbach Relegationsspiel zur Verbandsliga überzeugen. Und allein, dass man das sagen muss, Elderseck Weißbach-Schwarzbach Relegation zur Verbandsliga. Überragend, oder? Überragend. Ja, gut, das ist ja nichts Neues in Schwarzbach. Schwarzbach war ja schon mal, ne? Die waren wir schon mal die Mitte der 80er und die kennen das. Aber es ist schon geil, ne? Das ist schon. Ja. Das kribbelt. Das kribbelt jetzt schon. Na gut, 25 Minuten vor Anpfiff. Dann wollen wir uns jetzt langsam mal kribbeln. Jetzt kommt raus. Bei Bad Soden kribbelt es sicherlich auch schon, auch wenn die am Montagabend noch nicht im Einsatz sind. Relegation zur Hessenliga erreicht mit der Vizemeisterschaft in der Verbandsliga Nord. Ja, und wir haben euch mal gefragt in der Community, wie schneidet die SG Bad Soden denn ab? Und ihr seid optimistisch. Also 48% bei 3 Antwortmöglichkeiten sagen Sieg und Aufstieg am Ende. Und wenn, dann eher eine Finalniederlage als gegen Griesheim. Also die Leute denken, zum Beispiel ein User hat geschrieben, Bad Soden ist bereit für den Aufstieg. Denkst du das auch? Ja. Das sind sie auch schon länger. Ja. Und, also der Verein zumindest. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie im Halbfinale Außenseiter sind. Mhm. Tatsächlich nicht. Und es kann ja auch reichen, Finalteilnahme, wenn Türkgücü aufsteigt, reicht die Finalteilnahme, um in die Hessenliga aufzusteigen. So, das heißt, es kann ganz schnell gehen. Und da ich Türkgücü eine Liga höher sehr, sehr viel zutraue tatsächlich, ist für mich auf keinen Fall der Außenseiter in der Runde mit der Saison. Die haben jetzt wieder mit der BL 5 oder 6 Tore geschossen. Offensiv unfassbar stark. Von daher bin ich davon über oder sehe bei Bad Soden sehr, sehr gute Chancen, dass sie aufsteigen. Vielleicht mit einer Finalniederlage. Egal wie. Egal das wie. Fragt ja auch keiner. Bad Soden hoch wäre doch top. Ja. Ja, Mannschaft mehr, alle immer gut hier für die Region. Und würde die ganze Saison aus osthessischer Sicht gut zusammenfassen. Ne? Wenn man blickt, SG Barockstadt, eine super Saison in der Regionalliga gespielt. Die beiden Hessenligisten, der eine oben mitgespielt als Aufsteiger, der andere die Klasse gehalten, Verbandsliga jetzt vielleicht noch einen Aufsteiger dazu bekommen, niemand abgestiegen, also war ein gutes Jahr für uns in Osthessen. Absolut, absolut, super gelaufen und gucken wir mal, was da noch passiert. Genau, und über die letzten Entscheidungen sprechen wir dann in der nächsten Woche, denn hier Leute, die Zeit drückt, Ziegenhain wartet nicht auf uns. So sieht's aus. Wir müssen los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche haben wir wieder eine ganze Menge zu bereden und dann viel Spaß euch in Ziegenhain. Und hier in Bellings. So sieht's aus. So sieht's aus. Jetzt schnell.